Bom dia! Wir stellen euch heute einen Campingplatz an der Südwestküste von Portugal vor. Das ist der Villa Park Zambujeira in Zambujeira do Mar. Und wir haben Mitte Oktober. Und zu dieser Zeit, das ist Nebensaison, kostet die Nacht 16 Euro. Neben der Rezeption gibt es auch eine Bar, in der man Kleinigkeiten essen kann oder, wenn man vorbestellt, auch Fisch und frisches Fleisch. Dann gibt es ebenfalls einen Supermarkt, der hat ganzjährig geöffnet, genauso wie der Campingplatz. Wenn nämlich im Ort schon die Geschäfte zu haben, kann man in diesem Supermarkt immer noch einkaufen. Ein Salzwasserpool mit Liegewiese. Man kann hier auf dem Campingplatz auch kleine Häuschen mieten, die wunderschön bunt angemalt sind. Jeder hat seine eigene Grillstelle und es ist echt urig. Sieht wirklich nett aus. Hier kommen wir auf den Campbereich. Die einzelnen Parzellen sind auf Schotter und unter schönen schattenspendenden Eukalyptusbäumen. Grauwasserentsorgung und Frischwasserversorgungsstelle ist ausreichend groß und man kann sie sogar von beiden Seiten befahren, also auch gut für große Mobile geeignet. Es gibt zwei große Waschhäuser und jeweils auch mit einer Chemietoilettenentsorgung. Das Schöne an den Waschhäusern ist, dass dort immer coole Musik läuft. Also es macht jedes Mal Spaß, wenn wir den Waschraum betreten. Es ist muckelig warm und es ist echt gute Musik und man hat immer gute Laune. Die Waschräume sind picobello sauber und werden mehrmals täglich gereinigt. An der Rückseite vom Waschhaus gibt es die Spülstation mit kaltem und heißem Wasser und sogar eine Mikrowelle. Auch die Wäschewaschstation hat heißes und kaltes Wasser. Und Wäscheleinen, die in der Sonne stehen. Hier gibt es natürlich auch Waschmaschinen und Trockner. Nach dem Wäschewaschen kann man hier direkt auch bügeln. Es gibt Bügeleisen und Bügelbrett. Es gibt Toiletten für Rollstuhlfahrer und die Möglichkeit zum Babywickeln. Auf dem Campingplatz gibt es mehrere Grillplätze und die Kohle kann man sich für ein paar Euro in dem Supermarkt kaufen. Natürlich gibt es auch ordentlich installierte Stromanschlüsse. Ich habe den Platz geliebt, um morgens meine Yoga-Übungen zu machen. Auch hier haben wir wieder ganz, ganz liebe Menschen kennengelernt, die wir heute verabschieden.